Ja, das hat man hier dekorativ gemacht. Man hat hier nicht einfach nur den Stein abgebaut, sondern das sind richtige Felstempel. Ja, schaut es euch an. Ja, hier sieht man, wie es rausragt. Verziert wie ein Tempel, ein Stück eines Tempels. Schaut mal, wie eben das ist, ne? Und hier läuft sie spitz zu. Wir sind heute im Landkreis Rottweil unterwegs und da schauen wir uns ein megalithisches Monument an. Ich war hier schon mal, habe das schon mal gefilmt und heute habe ich einen Bernd noch dabei und den Oliver. Der Oliver hat nämlich einen YouTube-Kanal, Oliver C. Den verlinke ich euch unter dem Text und unter dem Video. So, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. So, hier ist die Kammer, die ich schon mal gefilmt habe. Hier könnt ihr sie sehen. Hier ist die Kammer. Hier haben wir die Setzsteine. Hier ist die Deckplatte. Und hier sehen wir noch Mauerwerk. Und genauso sieht es hier vorne aus. Ja, hier seht ihr das megalithische Monument. Das ist ein Teil davon. Es zieht sich dort weiter und der große Teil kommt erst zum Schluss. Dort sieht man es ganz genau, dass dieser Fels mit einer Hochtechnologie bearbeitet worden ist. Das ist eine spitzwinklige Rille, eindeutig reingemacht und daneben wieder eine konkave Rille und die sieht auch aus wie eine Rille hier. Mhm. Merkwürdig. Und hier hast du Meißelspuren, das sieht man. Ja, Meißelspuren. Die habe ich auch schon gefunden. Und hier auch. So, hier oben ist eine Steinsetzung. Seht ihr das? Ja, eine Steinsetzung. Schaut mal diese Steinsetzung. Hat man hier eine Kammer zugemacht oder hat man hier die Wände verziert? Das ist die Frage. Aber wenn sie die Frage ist, guck mal, um das irgendwie dekorativ zu gestalten, machen doch das nicht nur hier hin, weil das sieht immer so wild aus. Ja. Oh, jetzt kommt der spannende Teil. Schaut ja auch eine Felswand, oder? Ja. Das sind hier alle Gebäude. Alles noch auf dem, wo wir jetzt laufen, sind alles Mauern. Hier kommt jetzt der Altarstein. Ja. Ja.
So, hier sehen wir die Mauer, die hier angebracht wurde. Und dann kommt dieser Altarstein. Ja, der wurde hier wunderschön ausgearbeitet. Hier noch Mauernfragmente. Und hier seht ihr noch den Rest des Monuments, das sich hier in diesem Waldstück verbirgt. Es ist gigantisch. Auch hier sind wir wieder mit Überhang, wurde der Fels bearbeitet. Hier ganz selten. Auch seltene Spuren. Das sind keine Meißelspuren. Und hier seht ihr die Rundung. Ja. Kreisrund. Seht ihr das? Diese Rundung im Felsen. Also man hat ihn hier abgerundet. Genauso diese Wand. Gigantisches Monument. Und hier unten hat es auch noch Mauerwerk. Und unterhalb war wahrscheinlich der Kern und ein Eingang dazu, wurde halt schon verschüttet. Ja. Ja, das Monument wurde hier ummauert mit dieser 2 Meter hohen Mauer. Ja, bleib mal da stehen bitte, dann habe ich das Größenvergleich. Und hier zieht sich das weiter. Ja, das gehört alles noch dazu. Hier gehen die Mauern weiter. Hier seht ihr die Mauern weiter. Hier standen Gebäude. Auch hier wieder gesetzte Steine. Teilweise wiegt so ein Stein über 100 Kilo. Auch hier gesetzte Steine, große Platten. Und das ist ja auch ganz seltsam, diese Bearbeitung. Nahtlos ineinander gefügt wurde, gell? Mhm. Schraffierte Wände, wieder Fischgrätenschraffuren, die wir sonst auch immer entdecken, sind hier auch zu finden. Die ganzen Wände wurden bearbeitet. Überall Schraffierungen. Jetzt hätte man die Wände verziert. Und hier sieht es aus wie so ein Torbogen. Aus dem Fels rausgearbeitet, da dieser Teil fehlt. Und der Rest hat man vielleicht zugeschüttet hier. Hier könnte eine Kammer gewesen sein.
So, jetzt befinde ich mich auf dem Kern. Seht ihr schon die Schräglage? So, und hier ist die Spitze. Also ab hier geht dieser Kern los. Der macht hier so eine S-Form. Und hier geht er weiter. Ja, da hat eine Höhe von 20, 30 Meter. Hier sieht man wunderschön dieser künstliche Hügel, dieser künstliche Kern. Verbirgt sich in diesem Waldstück. Geglättet und gestapelt. Und vor allem siehst du hier noch den Versatz in den Steinen. Hier sieht man eindeutig einen Versatz der Steine. Hier, als hätte man den Block, die zwei Blöcke dazwischen eingebaut in diese Felswand. Ihr könnt das sehen. So, und hier kommt jetzt ein weiterer Kern. Ja, hier seht ihr, schön künstlicher Hügel. Ja, der ist auch mindestens 25 Meter hoch, wenn nicht 30. Und zieht sich auch hier in die Länge vielleicht 50, 60 Meter. Ja. Und hier hat man schon einen Teil rausgearbeitet. Und hier sehen wir unser Fischgrätenmuster wieder. Ja, eindeutiges Fischgrätenmuster. Hier sehen wir es. Ja, und es verläuft ja noch viel tiefer. Wenn man da jetzt graben würde, dieser Stein, seht ihr, geht viel tiefer runter. So, die Bearbeitung geht noch in den Boden hinein. Wow. Das sieht ja mal richtig krass aus. Das sind richtige Steinmonumente, die hier rausragen. Wie ein riesiges Bauwerk mit Terrassen. Erste und oben kommt die zweite. Gigantischer Platz, auch diese Wand wurde begradigt, schön sauber. Da haben wir noch ein Muster.
Hier ist ein Loch eingefallen. Riesige Platten. Ja, Decksteine. Das sind Teile einer Kammer. Hier wieder Schraffuren im Fels. Ja, und warum verlaufen diese Schraffuren nur in diesem Bereich? Ne? Warum nicht oben? Ja, das ist die Frage. Die verlaufen jetzt nur hier. Schaut mal. Ja, das hat man hier dekorativ gemacht. Man hat hier nicht einfach nur den Stein abgebaut, sondern das sind richtige Felstempel. Ja, schaut es euch an. Ja, hier sieht man, wie es rausragt. Verziert wie ein Tempel, ein Stück eines Tempels. Schaut mal, wie eben das ist, ne? Und hier läuft sie spitz zu. Gigantische Monumente. Wahnsinn. Hier diese Dreiecksöffnung. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ein richtiger Felstempel, der hier aus dem Stein
ausgearbeitet worden ist. Ja. Das ist wie in Südamerika, Indien. Dort hat man auch solche Tempel direkt aus dem Stein, aus einem Guss rausgehauen. So müsst ihr euch das hier auch vorstellen. Schaut euch mal diesen gigantischen Quader an, den sie da weggesprengt haben, ja, von dieser Felswand. Ja, hier sehen wir eigentlich Verwüstung und Zerstörung der ganzen Anlage. Ja, wenn man schon solche Felsen bearbeitet, dann nimmt man sie auch und lässt sie hier nicht liegen. Ne? So wie diese drei Platten, die man hier aufgestellt hat. Schaut mal, wie sauber dieser Stein bearbeitet ist. Ja, es ist ein Schnitt wie mit einem Laser. Ihr könnt es sehen. Ja, hier sind Säulen, große. Zeig mal, gigantisch, schaut mal, wie sie die Steine hier, was für Steine hier liegen. Sag jetzt, ist so ein bisschen wie ein Pumapunku. Ja, Ähnlichkeit haben sie. So, jetzt kommen wir zu dem noch ein spannenderen Platz. Schaut mal, hier türmen sich auch Giganten. Ja, dann tut man so einen riesen Block sprengen aus der Felswand und dann lässt man hier liegen. Ne? Warum? Warum nimmt man den nicht mit? Den konnten sie ja auch gar nicht bewegen. Den kriegst du ja nicht mal auf den LKW. Ja, und auch hier geht's weiter. Schaut mal, wie man diese Wand sauber rausgearbeitet hat. Das ist gigantisch. Ja, auch mal so ein Megatypo, mal hart zu machen. Das sieht genauso aus wie hier. Also nicht ganz gleich ab so. Das ist gesetzt hier. Das sieht aus wie gesetzt, oder? Schau mal da links. Ja, die sehen wie gesetzt aus, die Steine. Und hier gibt es auch wieder. Hier. Ja, auch diese Wand hat man auch im rechten Winkel rausgearbeitet. Ja. Da haben wir das Sprengmaterial drin. Das Dieser gigantische Block hat man gesprengt aus dem Fels heraus und dann lässt man ihn einfach liegen. Hier war er drin.
Das ist auch gigantisch hier. Guck mal, der geht hier einmal rum. Das die Frage ist, was ist da rum? Schaut mal. Dieser Gigant ragt hier aus der Felswand raus. Guck mal, diesen großen Stein, der ist mindestens 5 Kubikmeter groß und 2x5 ist 10, also der dürfte so 13 Tonnen wiegen. Und jetzt siehst du, dass der umgedreht wurde, weil da oben endet die Bohrung, also muss es von unten ja das Werkzeug eingeführt worden sein. Mhm. Also wie kann man aber 13 Tonnen schweres Stein einfach umdrehen? Das ist ja gar nicht so möglich. Mhm. Und unterschiedliche Breiten vom Durchmesser dieser Rillen sind auch noch vorhanden. Also, ja. Wir hatten auch schon einiges zerstört. Hier seht ihr die Struktur. Sieht aus wie so ein Kopf im Felsen. So eine Figur. Sieht aus wie eine Steinfigur. Und hier kommt jetzt ein ganz besonderer Stein. Ist auch dekorativ. Hat man das hier angelegt. Hier geht's weiter. Wow. Das nenne ich mal ein Mauerwerk. Warte, stellen wir mal da oben hin. Und hab das Größenvergleich. Eindeutig Mauerwerk. Krass. Genial. Jetzt auch Spuren. Was ist das schon wieder hier? Und hier geht die Anlage weiter. Wow, schaut mal, wie sie diese Wand wieder hervorgehoben haben. Dekorativ. Hier sehen wir auch eine gerade Linie, ne? Die ja mal durchgeht. Als hätte man den Felsen hier eingesetzt. Hier sieht man auch noch. Das ist keine Frostsprengung. Dafür ist sie zu eben. Und hier ist ein Dreieckstein, ein Menhir.
ein richtig großer, schaut mal. Das ist ein richtig großer Menhir, der hier liegt. Und hier kommt diese interessante Wand, die ganz seltsame Strukturen aufweist. Sind das Frostsprengungen oder ist das künstlich? Das ist die Frage. Sieht schon ganz verrückt aus, die Struktur. Und da vorne ist das Monument. Dieser Stein, sehr interessant, sehr glatte Oberfläche. Seht ihr? Sehr, sehr glatt und eben. Schaut mal hier, ragt noch die Mauer raus. Ein Mauerfragment von dieser Anlage, krass. Diese Kanzel ist ausgerichtet. Ah ja, dekorativ. Hat mit dem Steinbruch nichts zu tun. Hier sehen wir schön die Kanzel. Gigantisches Bauwerk. So, wir befinden uns am Ende unserer Tour. Der Bernd hat hier noch einen interessanten Stein mitgenommen. Bernd? Ja, also quasi ein Artefakt. Ist uralt. Gell, wir haben die Anlage haben betrachtet. Das sind Geometrien teilweise, was wir da vorfinden. Und jetzt wird das Ganze mal vergrößert. Also ich habe die Möglichkeit, bis 1600-fache Vergrößerungen mal schauen, ob man irgendwelche Bearbeitungsspuren sind. Es fühlt sich wirklich glatt, wie fast wie geschliffen an. Und es ist nicht der einzige, wie gesagt, da ist ein ganzes Trümmerfeld mit riesigen Steinen, teils tonnenschwer und wie mit einem Laserschwert durchgeteilt. Also ähnliche Strukturen findet man ja in Pumapunku und das geht, denke ich, meines Erachtens nach in diese Richtung. Ja. Also wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.